Ja, herzlichen Dank, liebe Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ja, Herr Kollege Tauber, das war schon ein interessantes Lehrstück, wie vehement man werden muss, wenn man gegen die eigene Position Beschlüsse der Partei vertreten muss. Wir haben ja jetzt Weihnachtszeit und ich hab, als ich das gehört habe von den CDU-Parteitagsbeschluss, habe ich erstmal gedacht, alle Jahre wieder wird dann in der Mottenkiste gekramt, was denn so gerade gut passt, was gerade zur Stimmung passt, womit man gerade gut Stimmung machen kann. Und dann hat man eben, die Kollegin Dahlen hat es ja schon erwähnt, da hat man dann so ein Spezialrezept, das hat schon immer funktioniert, bisschen was gegen Ausländer. Da habe ich gedacht, die Union ist wieder im vorigen Jahrhundert zurück. Roland Koch lässt grüßen, aber andererseits sieht man daran eben auch dann, wie die CDU wirklich tickt. Und das ist natürlich ausgesprochen spannend für die Menschen in diesem Land. Denn wenn man sagt, wir definieren, wer ein guter Deutscher ist, und deutsch sein kann man nur ganz oder gar nicht, also entscheide dich. Dann definiert man das Deutschsein im Grunde genommen dadurch, dass man sich erstmal gegen etwas anderes abgrenzen muss, nämlich gegen die Heimat der Eltern möglicherweise, gegen das Land, aus dem man vielleicht selbst gekommen ist. Und da können Sie dann 100-mal auf Plakaten Zusammenhalt draufschreiben und noch schicke Bilder dazu machen, dann ist das ein Signal von Spaltung, dann ist das ein Signal von Sündenbockwalken. Und das ist nicht nur falsch, das ist auch gefährlich. Denn in diesen Zeiten brauchen wir doch mehr denn je genau das gegenteilige Signal. Gerade jetzt. Wir brauchen ein Signal von Verständigung, anstatt jetzt irgendein nationalistisches Gepolter loszutreten. Sie gießen damit bewusst Öl in ein Feuer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine das ganz ernst. Das ist ein Feuer, was Sie nicht mehr beherrschen können. Wir sind nämlich nicht mehr im letzten Jahrhundert. Und wenn ich das schon höre, jeder Mensch kann nur loyal gegenüber einem Staat sein. Also ich hoffe, dass Sie sowohl in Ihrem privaten Leben als auch in Ihrem politischen Leben die Erfahrung machen, dass Loyalität kein Nullsummenspiel ist. Dass Sie das nicht jemandem nur dann geben können, wenn Sie es woanders wegnehmen. Natürlich kann man loyal gegenüber zwei Staaten sein. Was heißt denn das? Mein Vater ist Brite, meine Mutter ist Deutsche. Ich wurde übrigens, obwohl ich in Deutschland geboren bin, mit einer deutschen Mutter, war ich bei meiner Geburt keine Deutsche, weil die Abstammung von meiner Mutter nicht so viel wert war wie die Abstammung von meinem Vater in dem damals noch viel patriarchalischeren Deutschland. Aber wenn Sie meine Rede damals zum Brexit gehört haben, dann haben Sie mitbekommen, dass man auch als britische Staatsangehörige gegenüber den Entscheidungen des britischen Volkes ausgesprochen kritisch sein kann. Was soll denn das heißen, ich kann nicht loyal sein? Wenn Sie sagen, ich kann nicht loyal sein gegenüber zwei Staaten, dann kann das doch nur eins heißen. Dann kann das doch nur eins heißen, Sie stellen einen Staat gegen einen anderen. Und genau das ist es, was wir jetzt nicht tun dürfen. Wir sind mal ganz davon abgesehen, das ist jetzt aber mal nur eine, das ist jetzt mal nur eine Randnotiz, dieses was ich auch oft lese, man kann nicht Diener zweier Herren sein. Was ist denn das für ein Staatsbürgerschaftsverständnis? Wir sind doch als Bürgerinnen und Bürger dieses Staates keine Diener eines Staates. Um Himmels Willen, was ist denn das für eine Anschauung? Und was Sie wirklich, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, missverstehen. Menschen, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die haben eine Bindung zu diesem Land. Entweder bekommt man sie qua Geburt, die meisten in diesem Hause hier haben nichts dafür getan, dass sie Deutsche sind. Und es hat sie auch nie jemand irgendwie gefragt, wie sie zum deutschen Staat stehen. Und diejenigen, die Deutsche geworden sind, die sind gefragt worden und die müssen Hürden überwinden. Auch von denen gibt es einige in diesem Haus. Ich weiß nicht, ob Sie dem Kollegen McAllister oder der Kollegin Dudlin oder mir diese Staatsbürgerschaft irgendwann wieder entziehen wollen. Wenn Sie der Meinung sind, dass meine politische Auffassung nicht mehr loyal zu diesem Staat ist, wie stellen Sie sich das denn vor? Was Sie machen, ist zu sagen, diese Entscheidung, Sie können sich nur für Deutschland entscheiden, wenn Sie sich gegen ein anderes Land entscheiden. Und damit stoßen Sie eben vielen Millionen Menschen vor den Kopf. Und in Wirklichkeit geht es ja auch nicht darum. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Es geht in Wirklichkeit ja um was ganz anderes. Es geht um diesen großen Topf. Es geht um Anti-Islam. Es geht um Anti-Flüchtlinge. Es geht um diese ganze wabernde Stimmung. Das wird in einen Topf gerührt. Und das ist das eigentlich
eigentlich gefährliche, dann sagen Sie mir mal einen vernünftigen Grund dafür, warum Sie diesen Kompromiss wieder aufschnüren wollen. Sagen Sie mir noch mal einen vernünftigen Grund dafür, der dafür spricht, warum Menschen wie ich, warum Menschen wie Sie, warum Menschen wie Herr Mutlow sich entscheiden müssen zwischen ihren zwei Staaten. Was bringt es denn irgendeinem von Ihnen, wenn wir unseren zweiten Pass abgeben? Gar nichts. Es verändert Ihr Leben nicht, es verändert dieses Land nicht. Die Wahrheit ist, Doppelstaatler sind keine besseren Menschen, sie sind auch keine besseren Deutschen, aber sie sind auch keine schlechteren. Seien Sie froh, dass es Menschen gibt, die Brücken bauen zwischen Staaten. Und das tun die allermeisten Doppelstaatler, bauen Brücken zwischen Staaten. Davon brauchen wir eher mehr statt weniger. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Stefan Harbart für die CDU-CSU-Fraktion.